Unterkunft in Andorburg. Irgendwas wird es bestimmt geben, was wir hier machen müssen. Für Zivile. So, wieder irgendwelche Konflikte, die ich lösen soll. Nein, der liegt ja immer noch so lustig auf seiner Bank. Die Reaper-Truppen setzen ihre Angriffe im Asari-Sektor fort und haben den Okay, hier, Cortez. Ah, er hat sich auch an der Wand zum Trauern eingefunden. Sind Sie okay? Ich habe hier gestanden und dieses Ding gehalten. Ich weiß nicht wie lang. Er bleibt immer ein Teil von mir. Niemand kann Ihnen Ihre Vergangenheit nehmen. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen, versprich's mir, Steve. Leb wohl, Robert. Schön, dass Sie da sind. Und so kann er am Ende tatsächlich dann loslassen und es akzeptieren. Ich brauche noch ein paar Augenblicke allein. Na klar. Lassen wir ihn hier allein zurück. Und schauen mal, ob wir noch für andere was tun können hier. Wir können zumindest wieder Gespräche belauschen. Zum Beispiel mit diesem Mädchen, das da vorne immer noch ist und das auf seine Eltern wartet. Hallo. Oh, Sie sind. Hallo. Sind deine Eltern schon angekommen? Nein, aber es ist okay, die kommen schon noch. Sie halten schon ihre Versprechen. Sie... Das nächste Schatten hatte wahrscheinlich nur Verspätung oder so. Das ist alles. Du hast sicher recht. Ich freue mich darauf, sie kennenzulernen. Wenn sie denn jemals kommen. Und das ist sehr fragwürdig. Aber soll sie ihre Illusionen ruhig behalten. Und der Turianer wird es wahrscheinlich wissen, dass die Hoffnung nicht allzu groß ist. Oh. James ist nicht mehr dabei. Hat wahrscheinlich verloren, hat all seine Credits verloren und musste jetzt aufgeben. Okay, ist hier hinten noch irgendwas für uns? Nö, ne? Nichts, gut. Schauen wir mal in diesen Buchten mit vorbei. Vielleicht gibt's ja hier was. Ah, ach nee, das ist ja bloß Zane. Hey, ich habe die Kontrolle über Eclipse übernommen und wir wollen mit Aria zusammenarbeiten. Schön. Nee, ansonsten gibt's hier nichts weiter, okay. Vielleicht nebenan. Irgendwas muss doch hier sein. Ah, Tactus. Wer ist Tactus? Ich habe keine Ahnung. Er wird bestimmt wichtig sein. Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Und Sie müssen Tactus sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ach, der. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte, aber die sind viel wertvoller als Ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Na toll. Die Frage ist, willst du lieber gar nichts Nützliches haben und weiter auf deinen Militärvorräten sitzen, die dir gar nichts bringen, oder willst du nicht wenigstens ein bisschen was haben und damit deine Leute retten? Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Gut. Wunderbar. So, sonst noch jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Nein? Niemand? Schade. Ich warte eigentlich immer noch auf eine Begegnung hier, die immer noch nicht aufgetaucht ist. Naja, gut, was soll's. Stimmt, an diesen Tactus hatte ich schon gar nicht mehr gedacht. Mit denen hatte uns ja Dr. Chakwas quasi verbunden oder vermittelt. Wir werden die Pfeiler in unseren Herzen bewahren. Ach. Und durchhalten. Was ist denn hier los? James? Commander, was führt Sie hier runter?
Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung. Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich's auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Oh, ich bin der Ausbilder, na dann. Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell, aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher, wenn er gut ist. Man würde Sie nicht fragen, wenn man Sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Ich reiß mich nicht darum, meine Panzerung anzulegen, aber dienstfähig bin ich immer. Das hört man gern. Ah, Vorsicht! Na dann. Setze sich mal ein neues Tattoo drauf. Ich glaube, der hinten, der wird schon langsam ein bisschen stinken, oder? Könnte ich mir vorstellen. Naja gut, wir machen uns mal vom Acker von hier. Hier gab es jetzt nicht so viel, muss ich zugeben. Gut, das Gespräch mit Tactus, das ja wirklich was gebracht hat. Und die beiden Unterhaltungen mit Cortez und James, okay. Spectre-Status erkannt. Ansonsten war es jetzt nicht so viel. Aber jetzt in den Botschaften, da gibt's das Gespräch mit Jarvik. Einen Moment, bitte. Und da freue ich mich schon drauf. Na, was heißt freuen? Aber es ist unterhaltsam, sage ich mal. Weil ein Proteaner sich in die Öffentlichkeit wagt, ne? Der kroganische Anführer. Tolle Aussicht, was? Während unseres Krieges wurde dieser Ort für mein Volk zum Mythos. Ein Traum aus Gedächtnisscherben. Die Citadel war das Herz unserer Zivilisation. Und ihr Untergang. Ihr begann der Angriff der Reaper, richtig? Niemand, den ich kannte, hatte die Citadel je gesehen. Jetzt hier zu stehen, ich weiß nicht. Es mag unbedeutend klingen, aber ein Proteaner steht auf der Citadel und erlebt. Das allein ist schon ein Sieg. Mag sein. In den dunkelsten Stunden haben wir Geschichten über die Wunder dieses Ortes erzählt. Der Sitz unseres Reiches. Die Macht über Welten. Die Galaxie gehörte uns. Heute haben hier viele Spezies Botschaften. Sie teilen also wirklich die Macht mit anderen? Es ist nicht perfekt, aber es bewahrt den Frieden. Meistens. Verzeihung. Diese Person hat zugehört und vermutet, dass Sie ein Proteaner sind. Ein Hanar. Ich erinnere mich an Ihre Art, da waren Sie noch kleine Fische im Ozean. Diese Person ist unwürdig. Sie hat das Antlitz eines Entflammten geschaut. Sie halten Ihre Spezies für Ihre Götter. Schade, dass wir Ihnen sprachlich so wenig beigebracht haben. Sind Sie wirklich ein Proteaner? Ja. Aber wenn Sie den Krieg verloren haben, welche Hoffnung bleibt an uns? Vielen wird wohl gar nichts bleiben. Die Reaper haben in meinem Zyklus Billionen getötet. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber noch leben sie. Das allein ist schon ein Wunder. Und sie haben die Kraft zu kämpfen. Mein Volk kannte sie, als sie noch jung waren. Turianer, Asari, Hanar, sie alle hatten Potenzial. Jetzt müssen sie das ausschöpfen und zur Waffe werden, wie es ihnen vorbestimmt ist. Damit die Reaper wissen, dass wir keine Maschinen sind. Wir leben und wir setzen uns zur Wehr. Danke. Das bedeutet mir viel.
Commander Shepard, es muss eine Ehre sein, dass ein Proteaner an ihrer Seite kämpft. Da haben wir gerade nochmal so die Kurve gekriegt. Ich glaube, das wäre sehr demotivierend geworden, wenn das erste Auftreten von Jarvik in der Öffentlichkeit so negativ geworden wäre. Aber er hat es ja nochmal rumgerissen und daraus eine, naja, eine befeuernde Rede gemacht, sag ich mal, ne? Er findet sich langsam zurecht. Jarvik ist einer der besten Soldaten, die ich je gesehen habe. Der Commander ist auch ein fähiger Krieger. Für einen Menschen, der einst in Höhlen gelebt hat. Danke, Commander. Ich habe meine Zeit hier genossen, mitten unter den jungen Leuten. Wir sehen uns dann auf der Normandy. Bye, alter Mann. Ich meine, er ist ja wirklich alt. Er ist ja über 50.000 Jahre alt, ne? Mich würde ja mal interessieren, wie alt die Proteaner denn so geworden sind im Schnitt. Darüber weiß man ja auch nichts, ne? Sag mal, habe ich immer noch nichts für dich, kleiner Volus? Das ist ja komisch. Ich hätte gedacht, das hätte ich mal langsam eingesammelt, das, was du haben willst. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber hätte ich doch eigentlich erwartet. So, na gut. Für den Elkor gibt's auch nichts. Ich hätte gedacht, der hatte auch irgendwas, was er gesammelt haben wollte, gesammelt sehen wollte. Und ich dachte eigentlich, dass die C-Sicherheit hauptsächlich von Menschen jetzt aufgefüllt wurde, nach dem Krieg oder nach dem Kampf auf der Citadel am Ende des ersten Teils. Aber hier stehen ja nur Turianer rum weiterhin. Naja, gut, egal. Meine Frau wurde gerade in den aktiven Dienst zurückgeschickt. Und für mich soll es auch bald losgehen. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht helfen. Natürlich. Sie sind Niutas Partnerin, richtig? Ja. Woher wissen Sie das? Ah, hier geht's wieder von vorne los, okay. Informationen über die Identität aller permanenten Bewohner der Citadel. Das Gespräch war zu Ende mit dem Einsatz der Asari, die da sich stark gemacht hat für das Kind. Da ist also nichts Neues, was mehr kommt. Gut, gehen wir mal ins Spectre-Büro. Vielleicht gibt's ja hier irgendwas Neues. Zumindest können wir mal bei den Waffen schauen. Ich glaube, ganz sollte es noch nicht reichen, ne? Oh, hier gibt's jetzt drei Terminals. Spectre-Terminal, Nachrichtenterminal. Spectre-Ausrüstung. Ich gucke erstmal kurz bei der Ausrüstung. Okay, die Paladin, ja gut. Die Widow ist sowieso nicht so interessant. Die Wraith ist... Ach, die ist ja bloß ein Dingens. Ah. Was haben wir noch? Die Paladin, ja gut. Die könnte, aber... naja. Die Beinschienen... Ich lege die sowieso nicht an, das ist die Sache. Die Wärmeeinheitsstabilisatoren können wir mal holen, ja. Ach, das ist das für die Eier. Oh, das holen wir sofort. Natürlich, für die Salarianer-Eier, für das Gelege. Okay, dann schaue ich mal kurz, was das hier drüben ist eigentlich. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Ah. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt. Und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Ich habe nicht viel Zeit. Aber Sie sollen wissen, dass meine Schwester Oriana verschwunden ist. Verschwunden? Was ist passiert? Mein Vater hat sie gefunden und entführt. Direkt auf der Straße. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt? Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Deadass. Dass die bei Miranda wirklich immer solche Arschcamps machen, ne? Das ist jedes Mal. Was immer mit ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, vor meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Bis bald.
Tja, erstmal ist das Gespräch nicht sehr ertragreich gewesen, aber wir werden wieder von Miranda hören, da können wir uns sicher sein. Deswegen habe ich sie auch nirgendwo gefunden für das Gespräch, weil sie erstmal gar nicht für ein richtiges Gespräch zur Verfügung steht, sondern bloß hier über das Spectre Terminal. Okay, Aufenthaltsort von Dean Korlak. Der aktuelle Aufenthaltsort von Botschafter Dean Korlak ist unbekannt. Die biometrische Analyse ortet ihn im Moment an keinem öffentlichen Ort. Seine letzte bekannte Position war sein Büro, in dem Bereich in der Nähe der Menschenbotschaft. Okay, da sind wir ja gleich. Es hat sich ja sowieso alles ein bisschen geändert vom Aufbau her im Vergleich zum ersten Teil. Nein, ich will nicht in die Schießanlage. Als wir Dean Korlak schon mal begegnet sind. Damals war das Büro der Elkor und Volus Botschafter, das ja vereint war, gleich nebenan. Da war das ja ein bisschen anders aufgebaut alles, aber naja. Es gibt ein Problem, Boss. Cerberus hat seine Chiffrierung geändert. Und unsere Codeknacker machen im Moment keinerlei Fortschritte. Unsere besten Teams arbeiten zwar in Schichten daran, aber bis die Sicherheit der Citadel-Systeme gewährleistet werden kann, wird noch etwas Zeit vergehen. Wenn wir einige ihrer Verschlüsselungstools hätten. Oder vielleicht ein paar Beispielcodes. Ich verstehe. Wir versuchen es weiter. Okay, da müssen wir mal unsere Augen aufhalten. Ich weiß nicht, wo wir das finden können, aber mal schauen. So, hier ist den Korlak auf jeden Fall nicht. Dann wird er wohl irgendwo davon vielleicht sein. Vielleicht wieder in diesem Bereich, wo auch der Hanar mal rumstand. Könnte ich mir so vorstellen. Es sei denn, er ist das hier. Ich meine, die Volus kann man ja nicht auseinanderhalten. Die sehen ja alle gleich aus in ihren dicken Uniformen da, in ihren Schutzanzügen. Lass mich doch mal durch. Mensch. Da sieht ja einer wie der andere aus. So, haben wir ihn denn hier vielleicht irgendwo? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Okay. Ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Ach, hier, okay. Ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause und dann werden wir uns mal mit dem Korlak unterhalten. Bis gleich. Und weiter. War der Volus-Botschafter vorhin hier? Ja, das war er, Commander. Ah, ja. Okay. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Na klar, kann losgehen. War irgendwie gerade seltsam, dass er so lange gebraucht hat für die Antwort. Los geht's. Okay, was haben wir denn da Schönes? Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viel. Aber der Kampf gegen die Allianz... muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Sie sind alle Monster. Botschafter, bitte. Hunderte von Toten. Odinas Feuerbruch am Rad. Ich hätte längst mit Ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Okay. Was machen Sie? Ist heute wirklich überall. Geht das jetzt etwa die ganze Nacht so weiter? Bringen Sie den Wagen her. Schnell, der Mistkerl ist schwerer, als er aussieht. Said? Okay, Said kommt ins Spiel. Da bin ich ja mal gespannt.
Tja, den Korlak hat aus wahrscheinlich guten Beweggründen am Ende Schlechtes getan, weil er ja übers Ohr gehauen wurde letztendlich von Cerberus und dann ausgenutzt wurde. Die haben die Wanze mit Käfer übersetzt? Echt? Wann sollen wir Korlak töten? Sobald die Credits da sind. Ich dachte schon, sie wären an dem Geld nicht interessiert. So ist es. Weil Korlak für Cerberus gearbeitet hat? Was geht sie das an? Das geht sie gar nichts an. Wacht er auf? Hier spricht Commander Shepard. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch im Präsidium. C-Sicherheit wird Selkis Waffen überprüfen, wenn Sie merken, dass ich weg bin. Sie sind denen egal, wenn rauskommt, dass Sie sie an Cerberus verkauft haben. Moment. Cerberus will eine Kolonie angreifen, die... Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Und so kommen wir zum Präsidium. Said hat für die Sicherheit ihrer Familie bezahlen. Okay. Warum haben Sie es auf Ihren früheren Arbeitgeber abgesehen, Said? Woher kennen Sie plötzlich meinen Namen? Gute Frage. Gut, okay, wenn die weiter sonst nicht reden, rede ich erstmal mit der hier. Na, wirst du wohl? Ich glaube, ich weiß, von welchem Projekt Sie sprechen. Und ich habe eine Hesperia-Statue in Bucht D24. Commander Shepard, das ist ja fantastisch. Ich lasse Sie umgehend zum Projekt schicken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wunderbar. Haben wir mal wieder was abgeschlossen? Was ist denn... Achso, das ist noch vom Cerberus-Angriff wahrscheinlich. Gut, haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir auf die Schnelle machen können? Ich habe das Buch von Plenix zurückgeholt. Ah. Es wartet in Bucht D24 auf Sie. Erdenclan, das ist ein unbezahlbares Geschenk. Vielen Dank. Kein Problem. Ihr helft damit meinem Volk, sich an sich selbst zu erinnern. Na klar doch. So, ansonsten gibt's hier oben jetzt nichts. Dann gehen wir mal weiter rüber. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen ja dann sowieso noch hier uns ein bisschen umschauen im Präsidium. Da passt das ja eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir müssen ja vorhin gleich die Treppe rechts hoch. Von euch kommt auch nichts mehr, okay. Aber vorher konnten Allianztruppen sämtliche Studenten. Bei dir auch nicht. Tja, links oder rechts ist die Frage. Wird was angezeigt? Nicht so wirklich, ne? Den Korlak? Ja gut. Kriegsstratege steht ja auch rum, okay. Ah, hier. Zufällig habe ich einen in Bernstein eingeschlossenen Kakliosaurier-Schädel gefunden. Vielleicht können Sie ihn zum Klonen brauchen, oder... Sie machen Witze. Im Ernst? Nun, wenn das genetische Material intakt ist, könnten wir... wir haben auf Sokesh eine Klonanlage. Kakliosaurier-Gene waren erstaunlich gut verarbeitbar. Klonen könnte funktionieren. Gut, schön. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit. Wir gehen mal hier rein dabei. Verdammt, falsche Tür. Ah, okay. Er braucht sie lebend, um Cerberus aufzuhalten. Cerberus hat es auf eine turianische Kolonie abgesehen. Wenn ich sterbe, kriegen Sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe ihn erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Ziemlich. Scheiße. Also gut, ich höre zu. Ja, sehr, sehr kürzlich. Wobei die beiden sich ja eigentlich schon seit dem ersten Teil kennen, muss man sagen, ne? Theoretischerweise. Gut, probieren wir es hier. Und hier sind wir richtig. Lange her, Said. Shepard. Zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander. Ich... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Haben die Söldner sie verletzt? Mir geht's gut.
Ich sollte bis zum Eintreffen des Lösegelds am Leben bleiben. Es war unwichtig, was ich zu sagen hatte. Sie erwähnten in Ihrer Nachricht eine Kolonie. Es geht um die Verteidigung eines torianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich Ihnen den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst Ihr eigenes Volk verraten. Wir haben Ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Die Volos Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder Sie geben uns beides. Sie können die Torianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Sie wollten schon mal das Richtige tun, haben dabei aber den falschen Leuten vertraut. Das ist Ihre Chance zur Wiedergutmachung. Sie geben uns die Unterstützung der Volus und helfen uns, Cerberus zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann nicht. Oh doch. Es ist Zeitverschwendung, an das Gute in einem Volus zu appellieren, Shepard. Elfus. Die Kolonie heißt Elfus. Cerberus will ihre Werften. Und die Bomberflotte? Sie gehört Ihnen, Commander. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Da war ich schon. So haben wir also ein Wiedersehen mit Said, wo ich jetzt nicht unbedingt sehr scharf drauf war, weil Said wirklich der Charakter ist in Mass Effect oder das Squad-Mitglied in Mass Effect, das ich am allerwenigsten leiden kann, das Überflüssigste überhaupt. Und ja, soll er halt da unten warten an den Docks, ist mir egal. Aber Dean Korlach, ja, wir konnten ihn letztendlich doch dazu überreden. Ich meine, wir mussten ja nur an das Gute in ihm appellieren, das hat ja gereicht schon. Und wir mussten es halt mit ein bisschen Nachdruck machen, aber ansonsten war es ja nicht so das Problem. Ja, hat ja gepasst. Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Gute Arbeit. Schön. Stimmt, denen haben wir schon geholfen. Ich glaube, das war das, wo wir hier zur Entschärfung der automatischen Kanonen von Cerberus beitragen sollten.